Ich sage ganz herzlich willkommen hier heute Abend in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass so viele gekommen sind. Ganz herzlich willkommen auch an unsere drei Oberbürgermeisterkandidaten. Ich werde sie gleich noch ein bisschen näher vorstellen. Mein Name ist Thomas Schech, ich bin der Pastor hier der Kirche, in der Sie sich heute Abend befinden. Bin zugleich Vorsitzender der Evangelischen Allianz, aktuell hier in Wetzlar. Und im Namen beider Organisationen sage ich ganz herzlich willkommen. Keiner der Protagonisten ist hier Mitglied in unserer Gemeinde oder es gibt keine, wir sind völlig neutral, sondern es ist einfach ein Angebot an unsere Mitglieder, Freunde, Gäste, an Bürgerinnen und Bürger in Wetzlar, sich im Anbetracht der Oberbürgermeisterwahl zu informieren. Das ist sozusagen ein kirchlicher Beitrag zu einer guten demokratischen Kultur. Und so wollen wir das heute Abend hier verstanden wissen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. An meiner Seite ist Ingo Marx, er ist Fernsehredakteur und Journalist hier bei ERF Medien, aber Ingo ist Mitglied hier in unserer Gemeinde und wird mit mir zusammen durch den Abend führen. Wie funktioniert das heute Abend? Wir haben verschiedene Themenblöcke miteinander abgesprochen. Es wird jetzt nicht hier so sein wie beim Kanzler- oder Kanzlerinnen-Duell, dass wir Uhrzeiten abgesprochen haben oder hier mit der Stoppuhr stehen, sondern soll ganz fair und lebendig sein. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass jeder einigermaßen auch gleichmäßig zu Wort kommt und auch Sie sollen zu Wort kommen in einem speziellen Block. Dazu haben wir rechts und links jeweils ein Mikrofon aufgestellt, dazu aber später mehr. Aber auch Ihre Fragen und Ihre Gedanken an die Kandidaten sollen heute Abend hier Platz haben. Okay, soweit. 21.30 Uhr ist so das Maximum, dann gibt es auch noch einen kleinen Snack hinterher. So, das hatten wir uns miteinander vorgenommen, dann können Sie sich auch schon mal so innerlich so ein bisschen darauf einstellen. Ich glaube, Fußball oder so kommt heute Abend nicht. Nichts, was spannender wäre als das hier. Ja, genau. Das hast du schön gesagt. Ja, ich sage ganz herzlich willkommen Dr. Matthias Büger, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Mathematiker und Mitarbeiter in einer großen deutschen Bank. Ich nehme an, es ist die Deutsche Bank. Genau. Sparkasse, Dresdner Bank und so weiter gibt es alles auch. Finden wir auch alles toll. Sie sind evangelisch. Wohnort hier in Wetzlar in der Kernstadt. Ganz herzlich willkommen auch Manfred Wagner, Bürgermeister aktuell hier in Wetzlar, 55 Jahre verheiratet, ebenfalls zwei Kinder, von Beruf Diplom-Verwaltungswirt und eben aktuell von Beruf Bürgermeister, auch evangelisch und Sie wohnen in Nauenheim. Und ganz herzlich willkommen Dennis Schneiderath. Er sitzt hier für die CDU. Ich glaube, das hatte ich gar nicht gesagt, aber die meisten dürften es wissen, dass Sie von der FDP aufgestellt wurden und Sie von der SPD, aber der Vollständigkeit halber muss das natürlich auch erwähnt werden. Sie sind mit 31 Jahren der jüngste Kandidat im Feld, aber auch verheiratet und bisher ein Kind. Sie sind von Beruf wissenschaftlicher Mitarbeiter und sind auch evangelisch, haben Geschichte und Politik studiert und wohnen in schönen Nauborn. Ja. Ja, von daher bist du dann doch nicht ganz neutral, oder? Was denn Wohnort angeht? Genau. Ich wohne in der Kernstadt übrigens, nur um das nochmal zu sagen. In Dahlheim. Dahlheim zählt ja zur Kernstadt. Tatsächlich? Ja. Im Gegensatz zu Nauborn. Gut, aber kommen wir zu. Genau, so, das sind so die Eckdaten, die ja auch wichtig sind. Und wir beginnen, Ingo, ich überlasse dir das Feld. Gut, wir wollen uns erstmal so ein bisschen aufwärmen miteinander, ne? Wir wollen uns ein bisschen aneinander gewöhnen und mal mit ganz einfachen Fragen anfangen. Ich würde gerne mal von Ihnen allen drei mal so der Reihe nach gerne erfahren, wie sind Sie überhaupt zur Politik gekommen? Sie haben ja auch alle was Anständiges gelernt, zum richtigen Beruf. Wie hat Sie es in die Politik verschlagen? Wir fangen mal ganz außen an bei Ihnen, Herr Wagner. Ja, ich bin 1978 der SPD beigetreten, also schon sehr, sehr lange her. Und bin ein Stück weit politisch interessiert worden, so durch die Zeit Willy Brandts, durch die Ostpolitik. Das war so der große Rahmen und darüber hinaus war ich in meinem Stadtteil schon sehr frühzeitig im Vereinsleben engagiert und Stadt Lahn endete 1979. Es gab dann die Möglichkeit, ein Ortsparlament, einen Ortsbeirat zu bilden und so über Vereinstätigkeiten und politische Zugehörigkeit, die dann begann, bin ich dann 1979 auf die unterste Ebene der Kommunalpolitik, in einen Ortsbeirat und bin 1979 Mitglied dieses Ortsbeirates geworden und 1985 dann Ortsvorsteher in meinem Stadtteil in Nauenheim, bin das geblieben bis 2011, bis zum Übertritt in das Amt des Bürgermeisters
und im Laufe der Zeit durch Mitarbeit im Vorstand des SPD-Ortsvereins, zeitweise Vorsitzender, dann danach Stadtverbandsvorsitzender der SPD, war das eigentlich so ein Prozess im Grunde dieser Entwicklung. Wie sind Sie ausgerechnet bei der SPD gelandet? Na, ich habe es Ihnen ja gesagt, im Grunde war es die Ostpolitik Willy Brandts, die mich angesprochen hat, so diese Öffnung, ein Stück weit Neues zu wagen, das hat mich angesprochen und das war ein Grund, auch in die SPD einzutreten. Und bis heute geblieben? Und bis heute geblieben. Immer noch aus Überzeugung? Immer noch aus Überzeugung. Herr Schneiderath, bei Ihnen ist es noch nicht so lange her. Das stimmt. Ostpolitik war wahrscheinlich kein Grund. Das stimmt, das habe ich dann im Studium erst gelernt. Allerdings kann ich da direkt anknüpfen. Also ich bin ja so ein Kind der Generation Helmut Kohl. Ich habe also bis zu meinem 18. Lebensjahr eigentlich keinen anderen Kanzler als Helmut Kohl gekannt. Da muss ich sagen, das hat mich schon sehr geprägt. Also ich war schon immer ehrenamtlich aktiv, auch schon in frühen Jahren, seit meinem 14. Lebensjahr. Und habe mir dann irgendwann gesagt, wenn du das Abitur rum hast, dann möchtest du dich gerne politisch engagieren. Vorher war ich noch Schulsprecher, also es ist auch sehr naheliegend, dass man sich immer für andere Menschen gerne engagiert. Und ich hatte schon immer, ich sag mal, eine konservative Grundstimmung, habe aber bewusst mir alle Parteiprogramme von den demokratischen Parteien dann nochmal nach dem Abitur in aller Ruhe zu Gemüte geführt und bin dann 2002 ganz bewusst in die CDU eingetreten, weil ich gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich politisch zu engagieren, weil ich bin ein Mensch, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig, also ich mache keine halben Sachen, sondern wenn, dann richtig. Das habe ich mir gut überlegt und bin dann, wie das manchmal so ist, wenn man als junger Mensch in die Politik einsteigt, relativ schnell auch in Ämter gekommen. Ich war dann mit 23 Jahren jüngster Fraktionsvorsitzender im Aslacher Stadtparlament, weil ich da aufgewachsen bin. Ja, und nach dem Studium oder zum Ende des Studiums stand fest, wo geht's hin beruflich, und dann klingelte irgendwann eines Nachmittags mein Handy und die Sibylle Pfeiffer war am Telefon und sagt, Dennis, du wolltest doch immer mal im Deutschen Bundestag arbeiten, hast du keine Lust drauf? Und da brauchte ich nicht lange zu überlegen, da habe ich gesagt, das ist eine Riesenchance, wenn man mal einen Fuß in der Politik drin hat, war eine tolle Erfahrung. Danach ging es ja dann direkt in den Hessischen Landtag und ich habe aber bewusst nochmal gesagt, ich möchte eine Auszeit von der Politik nehmen, weil sonst wäre ja quasi die ganze Sozialisation nur im politischen Bereich gewesen. Und so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte nochmal an eine große Universität gehen, Goethe-Universität Frankfurt mit 40.000 Studierenden in den Lehramtsbereich, weil ich ja auch ein Lehramtsstudium absolviert habe. Das war definitiv die richtige Entscheidung, weil man einfach nochmal einen anderen Blick auch für das berufliche Leben bekommt in einer ganz anderen großen Verwaltung. Herr Bühler. Ja, greife ich den Ball auf. Erstmal einen schönen guten Abend Ihnen allen. Ich freue mich, in einem so vollen Saal zu sehen. Das ist ja ein Vergnügen, was wir auch, glaube ich, alle nicht immer haben. Wie bin ich zur Politik gekommen? Bei mir ist es recht genau ein Vierteljahrhundert her, also vor rund 25 Jahren, die Wendezeit. Damals war ich 19 Jahre, hatte mich sehr geprägt. In der Schule war ich auch schon aktiv, auch Schülervertretung dort. Ich hatte den einen oder anderen, sagen wir, politischen Disput mit dem einen oder anderen Lehrer, der doch ein bisschen linker war von der Gesinnung als ich selbst. Dann bin ich damals zur Bundeswehr gegangen. Da habe ich aber auch gemerkt, dass es mich mit den einen oder anderen inhaltlich auseinandergesetzt, dass ich vielleicht nicht noch ganz so konservativ war wie der ein oder andere Gedanke, der mir da entgegenkam. Und so bin ich dann im Herbst 1989 hatte ich mich entschieden zu sagen, naja, Politik will ich gar nicht als Beruf machen damals, aber ich möchte mich politisch engagieren. Und dann kam natürlich diese tolle Wendezeit. Wir hatten die ersten an der Universität, wo ich angefangen habe, die ersten Studenten, die über Ungarn zu uns kamen, die ein ganz anderes Freiheitsthema mitbrachten. Und ich irgendwo gesagt habe, also wenn man in einer so tollen Zeit lebt, dann muss man auch, gerade wenn es einem gut geht und wenn man die Möglichkeit auch hat, in so einem freien Teil aufzuwachsen, dann muss man Verantwortung übernehmen. Ich bin damals im November 89 zu den Jungen Liberalen gegangen, auch dann eingetreten, ein halbes Jahr später auch dann in die FDP, habe meine erste politische Rede ja auch dann gehalten in der damals noch kurz existierenden DDR, nämlich der ersten Freien Volkskammerwahl, wo ich eingeladen worden bin in einen Jugendclub. Und das hat mich, deswegen sage ich es auch hier noch, bis heute geprägt. Dann hieß es, der Matthias aus dem Westen, der erklärt uns Demokratie ohne jedes Konzept. Und ich habe mit den jungen Leuten dort, die ungefähr mein Alter waren, diskutiert. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und trägt mich auch über manche vielleicht etwas formalen Sitzungen, hat mich auch darüber getragen, dass ich mir erstmal gar nicht gedacht habe, jemals Politik zum Beruf zu machen, sondern eher gesagt habe, man muss mal einen vernünftigen Beruf lernen und irgendwo auch mal was anderes und im Leben gemacht haben. Und dann kann man auch wieder zurückgehen, Politik zu machen. Das habe ich dann auch rund zwei Jahrzehnte später gemacht, wo ich dann für den Hessischen Landtag kandidiert habe und dann die Ehre hatte,
5 Jahre auch im Hessischen Landratsabgeordneter zu sein.